Ja, einen herzlichen guten Abend auch meinerseits. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass Sie trotz des guten Wetters alles gekommen sind. Als ich hier ankam um 6, war es leer und ich dachte, na, aber es ist beeindruckend. Es freut mich, das zu sehen. Es zeigt aber auch, wie sehr uns dieses Thema wirklich auch beschäftigt. Wie sehr es uns beschäftigt, sehen wir diese Woche auch und diese Wochen auch im Hambacher Forst. Es ist ein sehr deutliches Zeichen, wie schwer Energiewende sein kann und immer zwischen was wir abwiegen müssen. Bevor wir zur Diskussion kommen, möchte ich Ihnen kurz die Experten des heutigen Abends etwas ausführlicher vorstellen. Herr Professor Busch, der an der Universität Hamburg als Professor für Management und Sustainability, also Nachhaltigkeit zu Deutsch übersetzt, vielleicht ganz schön, aber trotzdem, arbeitet, ist seit seiner Studienzeit mit diesem Thema infiziert. Als Student der Betriebswirtschaft hat er nämlich einmal ausgerechnet, wie viel Kohlenstoff steckt denn in einer Kilowattstunde, Kohlendioxid steckt in einer Kilowattstunde. Und er war erschrocken über diese Zahl. Wie hoch waren Sie das? Wissen Sie das noch? Deutlich mehr als heute, aber auch noch nicht schön. Und so hat er sich gedacht, das muss doch anders gehen. Und seitdem genau arbeitet er daran. Und er arbeitet daran nicht nur in Hamburg, er ist auch Senior Fellow am Zentrum für nachhaltige Finanzwirtschaft und Privatvermögen an der Universität Zürich. Er hält Vorlesungen an der ETH Zürich, also der Eidgenössischen Technischen Hochschule. Und er lehrt an der Duisenberg School of Finance in den Niederlanden. Er gibt Kurse über Unternehmensnachhaltigkeit, Geschäftsstrategie und Umwelt und über ein nachhaltiges Finanzwesen. Er forschte unter anderem in Kanada, in den Niederlanden, in Singapur und in den USA. Also er ist gut rumgekommen. Die persönliche CO2-Bilanz können wir dann auch mal rechnen. Er war Delegierter der Vereinten Nationen, es geht noch weiter, meine Damen und Herren, er war Delegierter der Vereinten Nationen auf der Rio+20-Konferenz für nachhaltige Entwicklung. Zu seinen Forschungsinteressen gehört, wie gesagt, Strategien für eine kohlenstoffarme Wirtschaft, das Geschäftsmodell für Nachhaltigkeit und eine nachhaltige Finanzierung. Herzlich willkommen, Herr Professor Busch, nehmen Sie doch schon mal Platz. Herr Professor Kaltschmidt, der an der Technischen Universität Hamburg-Harburg das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft leitet, zählt zu den Wissenschaftlern, die die Debatte um die Energiewende praktisch seit der Stunde Null, also seit Anfang der 1980er Jahre, mitgestalten. Studiert hat der Ingenieur Tiefbohrtechnik für Erdöl- und Erdgasgewinnung an der TU Clausthal. Seine wissenschaftliche Karriere setzte er fort an der Universität Stuttgart, zunächst am Institut für Kernenergetik und Energiesysteme sowie am Institut für Energiewirtschaft und rationale Energieverwendung. Und seit Anfang der 1990er Jahre kam dazu dann auch das Thema erneuerbare Energien. Er habilitierte sich an der Uni Stuttgart, forschte am King's College in Großbritannien, an der Universität in Kalifornien und kehrte zurück ans Institut für Energiewirtschaft und rationale Energieverwendung an die Uni Stuttgart. Über die TU Bergakademie Freiberg kam Professor Kaltschmidt 2006 dann nach Hamburg. Zudem war er mehrere Jahre wissenschaftlicher Geschäftsführer der Deutschen Biomasse-Forschungszentrum in Leipzig und die Liste seiner Aktivitäten ist lang und abwechslungsreich. Ich empfehle einen Blick ins Internet, sonst würden wir heute Abend auch damit leider zu viel Zeit verwenden. Denn er berät Politik wie Wissenschaft, Wirtschaft, Stiftung und Technik. Er wirbt auch noch als Obmann für die Gestaltung von DIN und Normen mit und ich glaube bei allen Brennstoffen, die es so gibt. Er kennt also die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Energiegewinnungssektoren gut und er verbindet sie locker miteinander. Herzlich willkommen, Herr Professor Kaltschmidt. Auch Sie würde ich Sie bitten, aufs Podium zu kommen. Herr Müller kam durch seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, das wird abgekürzt VHH, mit dem mit 1600 Mitarbeitenden viertgrößten Busunternehmen in Deutschland zum Thema Energiewende. Das bescherte ihm nämlich der hamburgische Senat vor gut 5 Jahren, als er dem Unternehmen mit auf den Weg gab, dass es ab 2020 nur noch lokal emissionsfreie, so heißt es wirklich, angetriebene Fahrzeuge kaufen darf. Und so kamen dann die Ihnen bekannten Elektrobusse auf den Plan. Herr Müller hat Maschinenbau an der Technischen Universität Chemnitz,
der Technischen Universität Berlin und als Stipendiat im Deutschen Akademischen Auslandsdienst an der Universität in Großbritannien studiert. Seine Erfahrungen an den Studienorten würden ihn wahrscheinlich auch zu einem Gesprächspartner für viele andere Themen machen, wenn wir so Großbritannien und Chemnitz uns vorstellen. Aber wir bleiben heute Abend beim Thema Energiewende. Während seines Studiums arbeitete er immer wieder bei Daimler in Berlin, wo er auch seine Diplomarbeit verfasste und seinen ersten Arbeitsplatz hatte. Und von dort ging es über die Boston Consulting Group zur Deutschen Bahn in den Bereich, und ich lese es vor, Konzernstrategie für Osteuropa, DB Schenker Rail und Busgesellschaften. Ist das wirklich ein Bereich? Okay, also sonst hätte ich mich jetzt nicht gewundert, warum so vieles nicht klappt. So, nach 11 Jahren verließ er das 2013 das Unternehmen und ist seitdem nun in Hamburg tätig. Seit 4 Jahren dürfen Sie sich also mit dem Thema Energiewende herumschlagen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Auch Herr Professor Schulz, seit 200 wäre ein bisschen viel, Professor im Fachgebiet elektrische Energiesysteme der Helmut-Schmidt-Universität, ist mit dem Für und Wider der Energiewende lange vertraut. Bereits vor 20 Jahren, im Rahmen seiner Promotion an der Technischen Universität Berlin, untersuchte er die Netzverträglichkeit von der Windenergieanlagen der Megawatt-Klasse, das sind die ganz großen Dinger, und befasste sich mit dem komplexen Zusammenspiel von dezentralen Einspeisern und dem elektrischen Netz. Eines, was ja heute immer noch hochaktuell ist, wie er selber sagt, weil es ist halt schwierig, wenn viele Player dabei sind. Studiert hat Professor Schulz Elektrotechnik mit Schwerpunkt Energie- und Antriebstechnik an der TU Cottbus. Dann ging er als Teamleiter in die Projektleitung Vertrieb für elektrischen Anlagenbau in Zementwerken zu ABB, Automatisierungsanlagen Cottbus GmbH. So lang ist echt der Name. Und 4 Jahre später an die TU Berlin, das ist dann kürzer. Seine Promotion dort übrigens wurde als beste ausgezeichnet. Wir hatten das mit den Windenergieanlagen. Über Bremerhaven kam er nach Hamburg, habilitierte zeitgleich an der TU Berlin über Stand der Technik und Perspektiven für die dezentrale Stromerzeugung. Professor Busch forscht nicht nur, er engagiert sich ja zudem für die Hochschule, an der er als Dekan tätig war, als Vizepräsident für Forschung. Er ist Sprecher für Energieforschungsverbund Hamburg und von Forschungsklassen, und die Liste ist sehr lang, und auch dort ein Blick ins Internet. Herzlich willkommen, Herr Professor Busch. Schulz, jetzt haben wir es. Entschuldigung. Das ist peinlich. Also ich bitte um Entschuldigung. Der erste Teil des Titels des heutigen Abends lautet, wir haben viel erreicht. Hier und da steht er sogar mit Ausrufungszeichen. Und wenn ich mir den Ausstoß an CO2 angucke, dann zweifle ich durchaus, dass wir richtig viel weiter sind. Irre ich mich da, Herr Professor Schulz? Oder ist es möglich? Sie haben das Wort. Warum sollten Sie recht haben, Frau Große? Wenn wir mal analysieren, was haben wir erreicht, dann muss man den Blick schon recht weit zurückschweifen lassen. Die Energiewende, dieser Energiewendebegriff, der kommt aus dem Jahr 1980, ja, vom Freiberger Öko-Institut, quasi geschaffen in einer Studie. Und der hat sich dann materialisiert, 10 Jahre später, ab 1990, mit dem Stromeinspeisegesetz. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken, seit 1990 sind immerhin 28 Jahre vergangen. Und wo stehen wir heute? Wir hatten zwei grundsätzliche Zielstellungen. Die eine bestand darin, klimafreundlich Energie bereitzustellen, und die zweite bestand immer darin, unabhängig zu werden von fossilen Ressourcen. Später, 2011, kam dann noch der Atomausstieg hinzu, und alle diese Randbedingungen bringen natürlich neue Hürden auf einen Weg, den man vorher noch nicht gegangen ist. Wir haben vieles auf diesem Weg gut vollbracht. Wir sind in der Stromerzeugung bei 36% aus erneuerbaren Energien. Wir sind in der Wärme wesentlich schlechter, bei 9%. Im Verkehr bei 5%, da ist es sogar schlechter geworden über die letzten Jahre. Wobei wir nachher noch hören werden, es gibt natürlich viele positive Entwicklungen im Verkehrsbereich. Ja, was ist jetzt gut gelaufen? Die Installation regenerativer Anlagen hat prinzipiell gut funktioniert. Aber wie bei allem, was man zum ersten Mal macht, tauchten dann viele Probleme auf.
Netzausbau, Speicher. Wir haben uns auf diese Probleme eingestellt. Wir haben technische Lösungsansätze geschaffen, die funktionieren. Es geht nur alles nicht furchtbar schnell. Wenn man Leitungen baut, muss man auch die Bürger beteiligen, muss lange planen, gründlich planen, muss den Bedarf nachweisen. Bei Speichern ist es ähnlich, da steht man vor großen Kosten. Und so ist noch viel Arbeit vor uns. Wenn ich jetzt mal so ein kleines Bild schaffen darf, wie funktioniert das Ganze, dann ist es so wie ein Marathonlauf, aber ein Hindernismarathonlauf. Und das heißt, in der Zukunft müssen wir noch viele Mühen aufwenden. Auf der anderen Seite kann man auch stolz sein auf das Erreichte, aber wir brauchen natürlich viele gute Ideen aus allen Bereichen, aus den ingenieurwissenschaftlichen Bereichen, aber auch aus der Ökonomie und aus dem Recht, weil der Markt, das Marktdesign ist heute ein Problem. Viele gute technische Lösungsansätze können am Markt nicht etabliert werden, wegen hoher Kosten oder auch wegen regulatorischer Probleme. Dahinter verbergen sich dann unterschiedliche Rechtsrahmen, die für die Lösung, die man geschaffen hat in der Technik, gar nicht passen. Die sind dafür nicht gemacht. Und jetzt wissen wir alle, so ein Rechtssystem, das ist irgendwie statisch. Ein Marktsystem ist auch statisch. Und da versuchen wir jetzt viele neue Technikkomponenten hineinzubringen, ohne genau zu verstehen, wie die einzelnen markt- und rechtlichen Rahmenbedingungen zueinander passen. Und das ist die Situation, vor der wir heute stehen. Das heißt, wir haben viel erreicht, wenn es um Klimaverträglichkeit geht. Es ist aber noch viel mehr zu tun. Ja, und wenn wir jetzt mal zurückschauen wieder, 28 Jahre sind vergangen seit dem Start. Bis 2050 haben wir uns viel vorgenommen. Ich bin dennoch sehr optimistisch, weil ich glaube, es war auch ein Marathon, ein Hindernismarathonlauf mit einer Lernkurve. Ja, all die Dinge, die wir lernen mussten, die haben wir auch verinnerlicht. Wir haben daraus Lösungsansätze abgeleitet. Deshalb glaube ich also, dass wir auf einem ganz guten Weg sind. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schulz. Herr Müller, das Thema Verkehr wurde ja schon eben angesprochen, 5% und es sei schlechter geworden. Wie ist denn Ihr Eindruck oder Ihre Resümee zu dem Thema? Vielleicht nochmal zu unserem Unternehmen zu Beginn. VH, wir fahren in Hamburg und in Schleswig-Holstein mit etwa 600 Bussen, 1600 Mitarbeitern. Die längste Linie, die wir in Hamburg fahren, ist die Linie 3, die hier ganz in der Nähe vorbeiführt. Wir haben uns dem Thema Energiewende prinzipiell von drei Richtungen, die wir uns nähern. Das eine ist zu sagen, wie können wir mehr Leute überzeugen, mit dem ÖPNV zu fahren und ihr eigenes Auto daheim stehen zu lassen oder abzuschaffen. Wie können wir unseren Verkehr effizienter gestalten und wie können wir unsere Verkehrsmittel, insbesondere unsere Busse, auf Elektrobusse umstellen. Wenn man das erste Ziel betrachtet, ist uns gelungen, in den letzten 10 Jahren den Marktanteil in Hamburg für den ÖPNV um 4% zu steigern. Das ist schon mal eine ganze Menge, da kann man sagen, da hat man was erreicht an dieser Stelle. Der MIV ist im Moda Split in Hamburg in den letzten 10 Jahren um nahezu 10% zurückgegangen, gemessen an den Gesamtfahrten. Die Anzahl der Gesamtfahrten ist aber deutlich gestiegen, sodass Sie, wenn Sie unterwegs sind mit dem Auto in Hamburg, das nicht unbedingt merken. Ja? Wir sind natürlich bestrebt zu sagen, wie können wir das Angebot noch deutlich besser ausbauen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht Kern dessen, was wir hier diskutieren wollen, sondern die Frage ist, wie sind wir in der Lage, denn unsere Busse von Dieselbussen auf Elektrobussen umzustellen. Die Umstellung, die uns da bewegt, ist eben nicht nur, ich tausche einen Bus aus, sondern für uns bedeutet eine Umstellung auf Elektrobusse im Wesentlichen eine Änderung unseres Geschäftsmodells. Das heißt, wir brauchen neue Kompetenzen, wir brauchen wesentlich neue Infrastrukturen, wir brauchen zum Teil neue Mitarbeiter, um diese Themen mit bewältigen zu können. Das kann man nicht machen, indem man einfach von einem Bus von heute einen anderen Bus bestellt. Was heißt das ganz konkret, wobei sind? Wir investieren als erstes deutlich mehr in den Bereich Infrastruktur, bevor wir überhaupt einen Bus fahren lassen können. Wir müssen Werkstätten schaffen, mit denen ich Elektrobusse reparieren kann. Was ist der Unterschied von Elektrobus zu Dieselbus? Der Dieselbus, den repariere ich von unten am Boden, dort wo hinten, wo der Motor sitzt. Den Elektrobus repariere ich auf dem Dach, dort wo die Batterie sitzt. Das bedeutet, ich brauche höhere Hallen, ich brauche Dacharbeitsstände. Dieses alles sind wir dabei zu realisieren. Wir haben unsere erste Werkstatt jetzt fertiggestellt in diesem Jahr. Die zweite werden wir im nächsten Jahr anfangen zu bauen. Wir brauchen Infrastruktur, Stromanschluss, die Möglichkeit, erstmal Strom zu beziehen. Wir brauchen Rückfalloptionen für diesen Strom. Wir brauchen eine Ladetechnik. Es gibt bislang, und wir waren in diesem Jahr europaweit die Ersten, die eine Ladetechnik für einen Busbetriebshof ausgeschrieben haben. Mit den Themen, die wir hier in Hamburg machen, betreten wir Tag für Tag Neuland.
Das ist ungewohnt für unser Unternehmen. Wir sind traditionell nicht stark in dem Bereich Forschung und Entwicklung gewesen, wir haben uns als Dienstleistungsunternehmen verstanden. Und diese Kompetenz aufzubauen, mit neuen Techniken umzugehen, ist im Augenblick unsere größte Herausforderung. Wir haben gegenwärtig 10 Busse gekauft, die sind im Zulauf. Wir haben mit Förderung der Bundesregierung weitere 34 Busse bis 2020 bestellt, sodass wir schon etwa 10% unserer Flotte ab 2020 elektrisch haben werden. Und ab diesem Zeitpunkt werden wir noch ausschließlich für unsere Hamburger Verkehre elektrische Busse kaufen. Wir sind da optimistisch, wir bekommen das hin. Und wir kommen mit Elektrobussen nicht nur einen CO2-freien Verkehr hin, sondern auch einen Verbrauch hin, der etwa nur bei 20% des tatsächlichen Energieverbrauchs eines Dieselbusses liegt. Und da sind wir optimistisch, dass uns das gelingt. Wie hoch wäre dann die Einsparung so an CO2, wenn Ihnen das alles gelingt? Ich mache es mal plastisch. Wir verbrauchen mit unseren 600 Dieselbussen im Jahr, haben wir einen Bedarf von 550 Tanklastzügen Diesel. Pro Bus brauche ich pro Jahr einen Tanklastzug, das sind 30.000 Liter Diesel. Und das können wir ersetzen durch die durchschnittliche Leistung von 16,5 Windkraftanlagen. Das klingt beeindruckend. Herr Professor Karl Schmidt, eben gesagt, wo hieß es schon, man braucht es, dass das Rechts- und Marktsystem starr sei. Herr Müller hat gesagt, Sie brauchten sogar ein ganz neues Geschäftsmodell, um überhaupt diesen Wandel hinzubekommen. Was sind in Ihren Augen die Herausforderungen, vor denen die Energiewende steht, damit es weitergeht? Also damit der Hindernislauf noch weiter erfolgreich ist. Ja, Frau Große, vielen Dank für die spannende Frage. Wenn man das so genau wüsste, dann hätte man die Kristallkugel. Aber ich will es vielleicht mal versuchen, ein bisschen salomonisch auszudrücken. Das, was Detlef Schulz vorhin gesagt hat, wo wir aus den 80er Jahren kommen, ich sag mal, wenn man in den 80er Jahren sich mit jemandem unterhalten hat, dann waren die alternativen Energien, das waren dann die additiven Energien, weil das mal maximal ein Tropfen in heißen Stein sein. Wir hatten damals Windkraftanlagen, die hatten eine Leistung von, ich sag mal, 30 kW, ja, das ist 30 mal ein Föhn, ja, wenn sie sich morgens föhnen, so um die Größenordnung mal zu sagen. Die Photovoltaikanlagen, die waren eigentlich nur für Satelliten ausgedacht, weil man damals eben keine Kostenrestriktion hatte. Wenn ich einen Satelliten in Orbit schieße, dann spielt eigentlich die Energieversorgung an der Stelle der kleinere Kosten von dem, was dann sonstigen Kosten dazukommt. Da sind wir eigentlich gestartet. Wir hatten damals, die einzigste regenerative Energie war die Wasserkraft mit 4%. Da sind wir heute noch, da hat sich nichts getan. Und wir haben es ja eben gehört, dass wir heute bei 36% sind. Das heißt, wir haben die letzten 20 Jahre oder 25 Jahre eigentlich Technologieentwicklung gemacht. Wir haben Windkraftanlagen entwickelt, die heute Kraftwerke sind. Ich meine, wir reden heute von 5 Megawatt. Offshore sind wir Richtung 10 Megawatt. Das ist dann keine Spielzeuganlage mehr, das ist ein richtiges Kraftwerk. Wir haben bei der Photovoltaik einen beispiellosen und von keinem erwarteten Kostenreduktion hingekriegt, mit gleichzeitiger Steigerung der Energie, der Wirkungsgrade, dass wir eigentlich technologisch einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht haben in den letzten 20 Jahren. Aber das war einzeltechnologisch, das heißt, die Photovoltaik wurde besser und billiger, die Windkraft wurde besser und billiger, die Biogasanlage wurde besser und billiger und damit ist der Anteil dieser Stromerzeugung aus regenerativen Energien immer weiter angestiegen. Was jetzt die Herausforderung ist, wenn man nach vorne guckt und sagt, wir wollen weiter höhere Anteile an diesen regenerativen Energien, dann kommt natürlich das System mehr in den Vordergrund. Ja? Weil wenn ich jetzt ein klein bisschen Photovoltaikstrom habe in einem großen Energieversorgungssystem, dann geht das unterm Rauschen, sage ich jetzt mal so platt. Aber natürlich dieses System im Wesentlichen nur aus Wind und Solar besteht, dass die Anteile immer größer werden und die Nachfrage trotzdem sicher gedeckt werden muss, dann kommt natürlich der Systemaspekt viel mehr zum Tragen. Und das ist aus meiner Sicht die nächste Herausforderung, die wir angehen müssen und wo die ersten Weichen, und das hat Herr Schulz ja schon gesagt, die ersten Weichen schon gestellt wurden, aber da lauern aus meiner Sicht die größten Herausforderungen, wie der Übergang von der Technologie zum System ist. Dass ich ein System schaffe, was auf höheren Anteilen erneuerbarer, zunehmend höheren Anteilen erneuerbaren Energien basiert und trotzdem stabil und sicher auch weiterhin die Energieversorgung macht. Und dieses System, wo wir heute noch gar nicht wissen, wie das am Ende sein wird, das muss ich natürlich bewegen innerhalb eines Regelungsrahmens, innerhalb eines rechtlichen Rahmens, eines Energie
Energiemarktdesigns oder wie auch immer man das ausdrücken muss. Ja. Dieses Energiemarktdesign, dieser Regelrahmen, in dem wir uns bewegen, was jetzt nicht nur Normen ist, was auch die Regeln sind der Energiebörse und sonstiges, das wurde eigentlich gemacht für das System, was man in den 80er Jahren hatte. Ja, das heißt, ich habe einen Regelrahmen, ein Marktdesign, Spielregeln, sage ich mal, Marktspielregeln, die eigentlich gemacht wurden für ein System, was eigentlich dem heutigen überhaupt nicht mehr entspricht, weil sich das in der Zwischenzeit, in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren so stark verändert hat, wie wir eben gehört haben. Das heißt, ich muss zum einen gucken, technologisch, wie komme ich denn hin, dass ich zum sicheren System komme, und regulatorisch muss ich gucken, wie kann ich die Spielregeln definieren, damit ich letztlich auch das Kreativpotenzial freisetze, um letztlich diese technologischen Lösungen, die ja zum Großteil auch Softwarelösungen dann sein werden, wenn man dann letztlich mit den einzelnen Akteuren umgeht, wenn man das im Sinn auf die Spur setzt, damit sich das in dem Sinne löst. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass wir durch Forschungsförderung, durch Marktanreize, also erneuerbare Energie, Stromeinspeisegesetz, erneuerbare Energie, dass wir da es geschafft haben, technologisch bei Einzeltechnologien einen sehr großen Fortschritt zu machen. Ja, das hat auch keiner gedacht, wenn die Leute mal ehrlich sind, die in den 80er, 90er Jahren im Bereich Energiewirtschaft unterwegs waren, dass wir so eine Entwicklung im Bereich Photovoltaik und Wind nehmen können, technologisch, hätte man alle gesagt, das ist völlig unmöglich, das erwarten wir nicht. Ja? Wir haben das hingekriegt. Und jetzt muss man im Prinzip die Weichen dafür stellen, dass wir unser Kreativpotenzial, was wir haben, und wir haben ja gute, engagierte, junge Leute, die in dem Bereich auch was machen wollen, dass man die letztlich von der Leine lässt, mit einem anderen regulatorischen Rahmen, damit man letztlich den Übergang von der Technologie zum System schafft. Und das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Herausforderungen, die ich in meiner Eigenschaft als kleiner Hochschullehrer so für die nächsten Jahre auf uns zukommen sehe. Ja, Fishing for Compliments nennt man das auf gut Deutsch, ne? Kleiner Hochschullehrer. Völlig anders ausdrücken. Herr Professor Kaltschmidt, ich finde das ja spannend, aber können Sie mir irgendein Beispiel nennen, wo man so richtig sieht, wie dieser, ich sage jetzt nochmal, dieser Dinosaurier-Regelrahmen, so habe ich das verstanden, mit der Kreativität der deutschen Ingenieurskunst und den Möglichkeiten und der Dynamik der deutschen Bevölkerung aneinander gerät? Na, ich sag's mal so, ich meine, die Strombörse EEX wurde ja eigentlich damals aus der Taufe gehoben im Rahmen der Liberalisierung der Energiemärkte und wurde eigentlich von der Idee her gemacht, dass ich wenig große Stromanbieter habe, ja, das haben die RWEs und E.ONs dieser Welt, die letztlich dann dort mehr oder weniger handeln. In der Zwischenzeit haben wir, ich sag mal, rund 2 Millionen Stromerzeuger, unabhängige Stromerzeuger, die letztlich dann zum Teil sehr kleine Strommengen, aber zum Teil auch größere Strommengen erzeugen. So, das heißt, der Rahmen wurde eigentlich gar nicht dafür ursprünglich intendiert, dass der sich sukzessive langsam weiterentwickelt in diese Richtung, dass die damit auch umgehen können. Das ist schon richtig. Man versucht auch die Grenzen, wo letztlich dann eine Anlage oder ein Betreiber oder eine Gruppe von Betreibern dort handeln können, dass man die sukzessive nach unten setzt. Aber letztlich ist das nur der erste Schritt in eine Richtung, wo eigentlich am Ende des Tages jeder, der eine Stromerzeugung hat, irgendwie versuchen muss, an den Markt zu kommen, damit er letztlich seinen Strom sinnvoll unterbringen kann und den Käufer entsprechend findet. Und der muss aber dann auch die entsprechenden Marktanreize übernehmen können. Und das ist ja heute nicht so, weil die Umlagen so hoch sind, dass sie letztlich das prohibitiv sind und die Marktschwankungen, die wir haben, letztlich nicht abdecken können. Deswegen, um bei dem Beispiel zu bleiben, was Sie wollen, wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, dass Photovoltaik am Tag habe ich viel, in der Nacht habe ich logischerweise wenig. Das heißt, im Sommer, wenn alle in Italien im Urlaub sind, dann habe ich natürlich über den Tag relativ viel Strom, der anfällt, wo ich relativ gesehen wenig Nachfrage habe. Wenn ich dann ein Preissignal hätte, dass in den Mittagsstunden der Strom so billig ist, ja, und das bei jedem Kunde ankommen würde, dann könnten die ja über eine entsprechende Steuerlogik sagen, gut, dann fahre ich meine Waschmaschine genau um Mittag. Oder die Unternehmen sagen, ich tue mein Kühlhaus eben genau zu der Zeit betreiben, wenn der Strom entsprechend günstig ist. Dann wäre diese Diskussion mit Überschussstrom zumindest deutlich reduziert. Aber das können wir heute noch nicht, weil eben das Marktregulatorium dem entgegensteht. Das ist nur ein Beispiel für viele, wenn man letztlich versuchen muss, neue Regeln zu erfinden, ich sage es mal wirklich bewusst erfinden an der Stelle, um letztlich die Herausforderungen, die mit der fluktuierenden Erzeugung verbunden sind, einigermaßen sinnvoll abzupuffern. Ja. Vielen Dank. Ich komme gleich zu Ihnen ins Publikum und wir werden gleich gemeinsam diskutieren. Aber ich habe natürlich noch eine Frage auch an Herrn Professor Busch. Wir haben jetzt gelernt, Regelrahmen ist das eine, aber Herr Professor Schulz hatte eingangs schon gesagt, Kosten.
Also das lohnt sich einfach nicht, das zu implementieren, weil es ist zu teuer. Das ist zu teuer, ist ja meistens der Streit zwischen Betriebs- und Volkswirtschaft, Klammer auf, was meine Kosten als Unternehmen sind, sondern nicht unbedingt die Kosten, die wir alle als Gesellschaft haben. Also wie steht es um die Kosten der Energiewende? Sind sie zu teuer? Können wir uns sie sich leisten? Ist es diese verzagte Haltung der Politik wirtschaftlich begründet? Ja, vielen Dank für die Frage. Als Sie mir die vorher zugeschickt haben, habe ich gedacht, herzlichen Glückwunsch. Genau die typische Frage, die man einem Ökonomen stellt. Was ist die Kostenrelevanz? Naja, jetzt erzähle ich da mal was zu. Dann habe ich da einen Moment drüber nachgedacht und habe ihr gesagt, eigentlich ist die Frage, passt mir die überhaupt nicht richtig. Das ist im Grunde so, als würde man jemanden fragen, einen Familienvater, was kosten Kinder? Da will man auch nicht so richtig drauf antworten. Klar kosten die was. Ich habe 3 Kinder, ne, die kosten Geld, die kosten vor allem Nerven. So, ne, das ist vollkommen klar. Ja, ne, aber so richtig, was will man dazu sagen? Und ähnlich ging es mir mit dieser Frage. Da habe ich eine Zeit lang darüber nachgedacht und habe überlegt, wie rolle ich jetzt das mal auf, um das aus einer ökonomischen Sicht, das Thema Energiewende so, zu diskutieren. Und ich bin letztendlich auf drei Gedanken gekommen, wie man jetzt den Kostenaspekt analysieren kann. Und das, der Ausgangspunkt ist letztendlich, was ich mit Erstsemestern in der Betriebswirtschaftslehre mache, Kostenvergleichsrechnung. Also man hat eine Kostenart und andere Kostenarten und muss irgendwie rausfinden, was ist jetzt nun besser. Und ich möchte Ihnen letztendlich 3 unterschiedliche Kostenvergleichsrechnungen jetzt mit Ihnen mal hier durchgehen. Und da geht es auch ein bisschen um Zahlen, deswegen habe ich auch ein paar Notizen gemacht. Die erste ist sehr mikroökonomisch, Kosten im eigentlichen Begriff, nämlich Herstellungskosten. Die zweite Kostenvariante wird etwas weiter gefasst sein, die Definition gesellschaftliche Kosten. Und die dritte ist ganzheitlich gedacht Kosten, wo ich dann auch versuche, sowas wie Opportunitätskosten mal zu diskutieren, die natürlich in dem Kontext auch bei politischen Engagements meines Erachtens sehr wichtig sind. Zunächst mal das erste, Herstellkosten. Und ich gehe mal schnell durch. Wir können nachher das, glaube ich, im Detail noch gerne weiter diskutieren. Fakt ist, wir sind, die Erneuerbaren sind heute wettbewerbsfähig. Das muss man einfach mal so als Fakt hinnehmen. Es gibt Studien, die genau das vergleichen. Braune Technologien, Kohle, Braunkohle etc. versus die Erneuerbaren. Wir sind wettbewerbsfähig, wenn Sie einen guten Standort haben, sprich Windkraft und die richtige Größe, sind Sie sogar günstiger. Das muss man einfach als Fakt mal hinnehmen. Da ist dann vollkommen egal, ob man letztendlich daran glaubt, ob Klimawandel stattfindet oder nicht. Es ist günstiger und damit auch volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich sinnvoll, dementsprechend so zu investieren. Das muss man einfach mal hinnehmen. Zweiter Fakt in dem Kontext ist noch, wir haben vorhin schon gehört, die Leistungen, die hergestellt wird, sind wir ungefähr jetzt bei einem Drittel, letztendlich was aus der Steckdose kommt. Wenn man sich aber die Kapazität anguckt, also tatsächlich die installierte Leistung, da sind wir bei weit mehr als der Hälfte inzwischen. Und das ist auch bemerkenswert. Und deswegen, wo stehen wir eigentlich mit der Energiewende, würde ich auch unterschreiben, wir haben sehr viel erreicht. Allerdings, das war ja auch schon Thema, das große Problem ist dann, Sonne nicht immer da, Wind auch nicht immer da. Wie kriegen wir das gespeichert? Wie kriegen wir es Richtung Süden transportiert? Und das ist natürlich ein Kostenaspekt, der zu Buche schlägt. Das muss man akzeptieren. Da sind zusätzliche Kosten, die natürlich mit der Energiewende einhergehen. Zweiter Punkt, zweiter Kostendimension, die ich gerne aufgreifen wollen würde, ist ja gesellschaftliche Kosten. So, da habe ich ein bisschen recherchiert für, weil das weiß ich auch nicht immer alles auswendig. EEG-Umlage 2017, was war die denn? 6,88 Cent. Immerhin 8% mehr als im Vorjahr, aber das ist letztendlich, was Sie, wir alle, gezahlt haben. Ist erstmal jetzt nicht so greifbar. Wenn man das jetzt hochrechnet, die Bundesrepublik, was kommt da ungefähr raus? Sie hatten vorhin die Zahl 25 Milliarden, ich habe eine Quelle gefunden, die schätzt sogar das Ganze auf 30 Milliarden. Also irgendwo in dieser Bandbreite werden wir uns bewegen. Das kostet sozusagen dieser Ausbau der Erneuerbaren, uns allen.
Und jetzt habe ich Ihnen gesagt, Kosten vergleichen möchte ich. Und jetzt haben wir auf der einen Seite, sagen wir mal, diese 30 Milliarden, die wir als Endkunden sozusagen zahlen für den Umbau. Und auf der anderen Seite ist ja auch bekannt, dass der Staat in der Vergangenheit alle anderen, ich würde das nicht nachhaltige Technologien, wie Nuklear und Braunkohle, subventioniert hat. Und da kann man jetzt mal fragen, ja, wie viel haben die denn da reingesteckt versus was stecken wir heute da rein? So, habe ich recherchiert. Meines Erachtens die beste Studie davon wurde von Greenpeace veröffentlicht. Die haben die Subventionszahlung von 1970 bis zum Jahr 2012 analysiert. Dort haben wir Steinkohle 177 Milliarden, Braunkohle 65 Milliarden, Atomenergie 187 Milliarden. Das ist ein Zeitraum. Summa summarum 429 Milliarden Subventionen in meiner Definition nach nicht nachhaltige Technologien. Wenn man das jetzt über den Zeitraum ausrechnet, ne, was kommt raus? 10 Milliarden pro Jahr wurde subventioniert in diese, versus 30 heute in Erneuerbare. Naja, jetzt könnte man sagen, okay, Herr Busch, naja, da haben Sie ja jetzt einen Beweis, ist viel teurer. Ne? Damit habe ich mich natürlich nicht zufrieden gegeben und man weiß ja, aus der Volkswirtschaft kennt man diesen Begriff der sogenannten der externen Kosten, die da nicht internalisiert werden. Das heißt letztendlich, dass nicht die Preise letztendlich das widerspiegeln, was sie eigentlich widerspiegeln müssten. CO2 hat einen gewissen Preis, wenn man unter das Emissionshandelssystem der Europäischen Union fällt. Aber wenn wir Auto fahren, beispielsweise die CO2-Emissionen, was die für Folgekosten mal verursachen können, da kommen wir nicht für auf. Das meint man damit. Wenn man sich diese externen Effekte jetzt mal anschaut, da kommen sehr interessante Zahlen raus. Das eine kennen Sie vielleicht aus der Presse, Stichwort Atomenergie, gibt es ja diesen Fonds zur kerntechnischen Entsorgung, das soll ja finanziert werden. Meines Erachtens haben sich die Player am Markt da sehr gut rausgezogen. 24 Milliarden insgesamt beläuft diese Summe, die dort zurückgestellt worden sind. Insgesamt. Bis in alle Zukunft sollen 24 Milliarden reichen. Gut, könnte man sagen, naja, ob es reicht oder so, weiß man nicht. Aber immerhin, das ist ein Kostenfaktor, den man mit berücksichtigen sollte. Viel interessanter wird es dann, wenn man sich dem Thema CO2 widmet. Dort gibt es eine sehr interessante Studie vom Umweltbundesamt, die gefragt hat, was müsste eigentlich eine Tonne CO2 kosten? Na, wir wissen alle, irgendwo müssen wir Dämme bauen oder was weiß ich, irgendwelche Leute umsiedeln, es gibt Migration und so weiter. Und wenn man diese ganzen Kosten abdecken wollen würde, was wäre eigentlich der faire Preis für eine Tonne CO2? Und da sind die Minimalschätzung ist 80 Euro, kurzfristig. Langfristig kommen die noch auf viel höhere Zahlen, aber kurzfristig, also heute müsste man eigentlich 80 Euro ansetzen. Wenn Sie sich angucken, wo der Zertifikatspreis ist, der ist ja natürlich deutlich darunter. So, jetzt fragt man sich, was haben wir denn an CO2 stromtechnisch rausgehauen? Jetzt wieder Statistik 2017. Braunkohle 155 Millionen Tonnen, Steinkohle 90 Millionen Tonnen. Multipliziert mit diesen 80 Euro, auf was kommt man da? 20 Milliarden Euro pro Jahr, die man eigentlich einpreisen müsste oder mit anderen Worten die zukünftige Generation zahlen müssen. So, und das ist wiederum, Gas nochmal außen vor gelassen, das, was tatsächlich kostenrelevant ist. So, und wenn man jetzt vergleicht, Subventionen, nicht nachhaltige Technologien, 10 Milliarden plus diese externen Effekte, sind wir auch bei 30 Milliarden. Also könnte man sagen, na, das Geld müsste eigentlich da sein, das ist kostenrelevant, also so teuer kann diese Energiewende gar nicht sein, mit dem wesentlichen Unterschied nur, dass die Subventionen vom Staat getragen wurden und die derzeitige Energiewende von uns getragen wird, den Endkonsumenten. So, jetzt mein letzter Punkt, ganzheitlicher Sinn, Kosten zu sehen, ich nenne das auch gerne Resultat politisch induzierter Paradoxien. Nochmal bitte.
Ja, deswegen habe ich es in Anführungszeichen gesetzt. Resultat politisch induzierter Paradoxien. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass auf der politischen Seite einiges gerade, was die Regulierung von Erneuerbaren, insbesondere des EEGs, nicht sonderlich vorteilhaft ist. Und ganz, ich möchte, da können wir gerne lange nachher drüber diskutieren, vielleicht auch mit den Technikern. Ich bin ja kein, ich habe ja von dieser Technik alles gar keine Ahnung. Aber ich verstehe ein bisschen was von diesen Regulierungen. Eigenstromversorgung mit Strom. Stellen Sie sich vor, und da habe ich zugearbeitet mit kleinen und mittleren Unternehmen. Ich habe die gefragt, warum macht ihr denn nicht Solar bei euch auf dem Dach? Ihr habt eine riesen Fläche da. So, da kommen die üblichen Antworten. Ja. So, aber was ist ein Hauptgrund, warum viele das nicht tun? Die sagen, ich bin doch nicht blöd, ich baue mir doch nicht eine Anlage da drauf und zahle dann diesen EEG-Tarif da noch zur Hälfte mit oder 40%. Also, was müssen wir machen? Wir haben Eigenstrom auf dem Dach, müssen aber trotzdem die EEG-Umlage zum gewissen prozentualen Anteil mittragen. Das macht keinen Sinn. Damit kriegt man die Leute nicht ins Boot. Erster Punkt. Ich habe noch vier, drei weitere und dann bin ich auch fertig. Alles gut. Das Publikum ist aufmerksam, kann ich Ihnen sagen. Ja, das spricht ja dafür. Fürs Publikum, ja. Ein Beispiel aus Hamburg. Hamburg-Reitbrook. Ich weiß, mein Kollege Detlef hier, der forscht sehr viel zum Energiespeichersystem, in erster Linie was Batterien angeht. Dort haben die eine andere Technologie vor Augen. Dort geht es um Power to Gas. Das heißt sozusagen, das, was man an überschüssigen Strom hat, wird umgewandelt in Gas. Das kann man letztendlich sogar auch noch in Methan umwandeln oder Wasserstoff. Ja? Also da steht so eine Pilotanlage. Die habe ich mit einer Studentengruppe vor einem Jahr besichtigt. Und sie stand still. Da habe ich gesagt, ja, warum das denn? Hier ist doch euer Windkraftanlage, funktioniert das nicht? Habt ihr ein technisches Problem? Nö. Ah, dann haben wir heute keinen Wind. Auch nicht das Problem. Ja, was dann? Ja, also, es gibt die und die Probleme in der und der Behörde, die und die Regularien sagen das und das und so. Also, worauf ich hinaus will, es war kein technisches Problem, es war ein letztendlich bürokratisches, regulatorisches Problem, warum diese Einspeisung dort nicht funktioniert hat. Diese Anlage ist nicht besonders effizient, wurde mir gesagt. Ja. Dennoch funktioniert sie, läuft aber nicht. Drittes Punkt, wo ich gerne über eine Paradoxie, was das Thema Regularien angeht, ist diese Einsparvergütung. Ich weiß nicht, wer sich damit mal beschäftigt hat, aber das funktioniert so. Man hat ja einen Fixbetrag und je tiefer der Börsenpreis ist, desto höher wird die EEG-Umlage, um letztendlich diesen Fixbetrag, was man als Anlagenbauer oder Nutzer hat, um das abzudecken. Das heißt, je mehr Erneuerbare reingehen, desto niedriger fällt der Börsenpreis. Wir hatten ja sogar negative Börsenpreise eine Zeit lang, kurzfristig, desto höher wird die EEG-Umlage. Das ist auch eine Paradoxie, die man eigentlich keinem Normalen erklären kann. Letzter Punkt, ganz kurz. Revision des EEGs 2017. Dort wird das Ganze ja gedeckelt. Wir können ja nicht mehr so zubauen, wie wir wollten, sondern die Bundesregierung sagt letztendlich so viel Windkraft, Offshore, so viel Onshore und so weiter pro Jahr. Darüber hinaus nicht. Jetzt kann man sich ja mal fragen, wenn man das nach in die Zukunft denkt, was dazu gebaut werden soll, reicht das denn tatsächlich aus, um die Klimaziele zu erreichen? Das ist ja mal eine valide Frage. Das haben wir uns im Rahmen einer Studie mal angeguckt. Und wenn man die Annahme trifft, der Stromverbrauch bleibt gleich und man baut so zu, wie letztendlich nach der Erneuerung des EEGs beschlossen wurde, rein für den Strombedarf kann man sagen, das schaffen wir, Klimaziele werden erreicht. Was hier diskutiert wurde und da vollkommen außen vor bleibt, ist die Sektorkopplung. Wärme, Elektromobilität, Verkehr, diese ganzen Themen. Also dort wird ja auch noch weiter Strom in Zukunft, erneuerbarer Strom benötigt. Wenn man das mit reinrechnet, dann muss man sagen, verfehlen wir die Klimaziele grandios. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank erst einmal dafür. Herr Kaltschmidt, Sie haben in der Zwischenzeit immer so ein bisschen was gemurmelt. Was haben Sie, können Sie das Murmeln lauter machen? Das macht er immer. Das
Also murmeln kann ich ganz gut. Ja. vielen Dank, Herr Busch, für die spannenden Ausführungen. Ich meine, man kann die Frage ja auch umgekehrt stellen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Wenn wir sagen, wir machen nichts und lassen einfach das so laufen, wie es in der Vergangenheit ist. Ich meine, dann werden wir ja, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass weltweit die Bevölkerung weiter wachsen wird. Wir werden bis 2050 werden wir über 10 Milliarden Menschen sein. Und wir können davon ausgehen, dass der Wohlstand auch in anderen Ländern zunimmt. Und mit zunehmendem Wohlstand nimmt natürlich auch die Energienachfrage zu. Damit ist natürlich zu erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten die Energienachfrage global überproportional zunehmen wird. Und zwar deutlich überproportional zu dem, wie es das Bevölkerungswachstum ist. Aber wenn das Bevölkerungswachstum insgesamt langsam zurückgeht, relativ gesehen, ist absolut gesehen, wird es auch die nächsten Jahrzehnte deutlich weiter zunehmen. Das heißt, wir werden, und das sind völlig unabhängig von uns in Deutschland, was wir machen, werden wir global gesehen sehen, dass die Energienachfrage sehr stark zunimmt. Wenn man dann ein hochindustrialisiertes Land ist wie Deutschland, wo dann die Energienachfrage von anderen Ländern, die näher dran sind an den Ressourcen, wie wir das sind, wenn dann dort die Nachfrage sehr stark zunimmt, sind wir natürlich als Deutsche sehr wohl gut beraten, uns Alternativen zu überlegen, um unabhängiger von Energieimporten zu werden. Ja? Und wenn man sich das mal volkswirtschaftlich, ich meine, ich bin ja kein Volkswirt, ich bin ja nur einfacher Ingenieur. Ja? Volkswirt sitzt ja da am Ende. Okay, wir haben es hier nur mit einfachen Menschen zu tun. Ich hoffe, das haben Sie schon gemerkt. Ja, ist gut, Frau Große. Ich meine, dann, und man sich mal anguckt, was wir im Bereich der Windenergie geschafft haben, wir haben neue Technologie geschaffen, die man dann letztlich auch auf den Weltmärkten entsprechend erfolgreich verkaufen. Ich meine, umsonst sind nicht die Siemens dieser Welt hier in Hamburg und verkaufen die Windkraftanlagen weltweit. Ja, das heißt, auch da haben wir letztlich durch neue Technologien, durch eine Vorlaufforschung, was ja Aufgabe des Staates ist, für Technologieentwicklung, für Forschung zu sorgen, damit man letztlich auch morgen noch, dass seine Kinder dann auch in 20 Jahren irgendwie noch vernünftig in Wohlstand leben können. Ja. Meine auch. Also das kommt noch dazu. Ja. Also ganz so egoistisch bin ich an der Stelle dann schon. Ja. Also dass man letztlich auch dann Produkte macht im Rahmen der Vorlaufforschung, die man dann auch weltweit verkaufen kann. Und das haben wir ja sehr schön gezeigt im Rahmen der Entwicklung von Photovoltaik und Wind hier in Deutschland, dass wir gesagt haben, guck mal, das geht, es funktioniert und andere Länder sind dann letztlich auch eingestiegen, haben entsprechende Programme gemacht und wir haben dann Technologien, Systeme, Know-how entsprechend dafür geliefert. Auch das ist letztlich eine volkswirtschaftliche Rechnung, wo wir aus meiner Sicht, und das kann man gerne korrigieren, können Sie mich gerne korrigieren, am Ende des Tages, ich sag mal, ein Plus haben volkswirtschaftlich, auch wenn wir dafür heute noch im Rahmen der EEG-Umlage noch Zahlen für Anlagen, die jetzt schon vielleicht irgendwie 15, 18, knapp 20 Jahre alt sind. Ja. Ja. Ihr Kommentar dazu. Profitieren wir unter Strich also doppelt. Wir sparen CO2 ein, das hatten wir, also wir leisten Beitrag und wir stärken, wenn ich das richtig sehe, unsere Wettbewerbsfähigkeit. Das war ja eben, endet das so. Ja, also ich sehe das genauso, also weniger Emissionen schaden jetzt erstmal nicht, ne? Rein gesundheitlich, würde ich sagen. Das ist also schon mal eine ganz gute Idee, egal was man da weiter daraus ableitet, aber ich sehe auch die Stärkung der Unabhängigkeit in mehrerer Hinsicht als einen wesentlichen Trumpf. Nicht nur für die Wettbewerbsfähigkeit, auch politisch unabhängig zu sein, ist ein hohes Gut, wie wir jetzt gerade auch feststellen müssen. Es ist also wirklich gut, wenn man frei entscheiden kann, nicht abhängig ist von großpolitischen Entwicklungen, vor allen Dingen nicht mit Energiebereich, da wo es wirklich wehtut, ja? Weil es da gleich an den Wohlstand geht und auch an die Entwicklung verschiedener Technologien. Also diese Unabhängigkeit in der Zukunft zu behalten, unseren Kindern zu erhalten, halte ich für eine ganz wesentliche Komponente. Darüber hinaus ist es so, dass natürlich die Kosten auch eine Rolle spielen werden. Und ich denke, wir werden alle noch sehr darüber staunen, wie der Rückbau im Bereich Atomenergie, Stein- und Kohlekraftwerken uns noch belasten wird über die nächsten Jahrzehnte. Also da ist, glaube ich, noch gar nicht alles diskutiert, was da in Zukunft auf uns zurollt. Wir haben allerdings auch andere Probleme, die man im Vergleich dazu nicht kleinreden kann. Wir müssen es erstmal schaffen, komplett regenerativ zu versorgen. Ja? Auch wenn wir Speichersysteme haben, wenn wir Netze haben, wenn wir uns ein Smart Grid bauen, müssen wir dafür sorgen, dass das sehr zuverlässig arbeitet, sehr schnell arbeitet und vor allen Dingen unseren Komfort nicht einschränkt. Das ist auch ganz wesentlich. Ist die Frage, ich will vielleicht gar nicht nachts um drei waschen. Ja? Vielleicht will mein Nachbar das auch gar nicht, dass ich das tue. Ja?
Also wir müssen natürlich noch viel lernen im Umgang mit diesen ganzen flexiblen Komponenten. Und unser Netz und die Steuerungsfähigkeit des Netzes mit der sogenannten Digitalisierung noch weiter ausbauen. Und dabei werden wir eben auf viele weitere Hindernisse stoßen. Auch im Bereich der Digitalisierung ist der Rechtsarm nicht klar. Und auch da ist die Frage, was ist eigentlich ein Marktmodell, wenn ich jedem einen Smart Meter in den Keller setze. Ja, dann kann man da zwar schön gucken, aber davon lässt sich noch kein Geschäftsmodell ableiten. Also ich denke, da haben wir in Zukunft mindestens ebenso viel zu tun wie bei den rein energietechnischen Themen. Ich hoffe, dass wir mit der heutigen Veranstaltung ein bisschen zu dieser Diskussion und einem gesellschaftlichen Konsens beitragen, weil natürlich muss man auch diskutieren und reden darüber. Und jetzt habe ich an das Podium einen Wunsch, nämlich, dass Sie uns sagen, was wäre Ihr nächster Schritt, damit die Energiewende vorankommt? Herr Busch, noch mal mehr Fahrrad fahren vielleicht, ich weiß es nicht. Sie hatten ja gerade schon so Vorschläge, so praktische. Ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist einfach die Erkenntnis, dass Erneuerbare wettbewerbsfähig sind, teilweise günstiger sind. Und das muss sich durchsetzen, sowohl in der politischen Gesetzgebung, das muss sich bei jedem Otto Normal durchsetzen. Und ich glaube dann, selbst wenn ich pessimistisch bin, gibt es ja vielleicht doch noch einen positiven Ausgang. Herr Schulz. Ja, als Ingenieur sage ich dann natürlich, die nächste Technologie vorantreiben, die weniger Emissionen verursacht und dem neuen Gesamtsystem gut tut. Und konkret? Konkret zum Beispiel neuartige Brennstoffzellensysteme entwickeln, die effizienter sind, kostengünstiger und damit die Sektorkopplung ermöglichen. Sehr schön. Herr Müller. Ich nehme es vor allem mal wörtlich, wenn ich rausgehe, werde ich dann Bus und Bahn nehmen, um nach Hause zu kommen. Das Zweite ist aber, wir wollen wirklich, und wir müssen auch als im Unternehmen verstehen, dass wir nicht eine Energiewende-Immunität losgelöst von den Einflussfaktoren außen bauen können. Wir müssen uns einbetten in die Möglichkeiten, die das gibt, aber auch in die Restriktionen, und wir müssen auf unseren Weg Tag für Tag flexibel sein, um zu gucken, wie entwickeln sich neue Technologien, wie können wir aber auch auf Netzrestriktionen, verfügbare Windenergie reagieren, um uns ein flexibler Teil der Energiewende zu sein. Und Energiewende ist nicht nur einer, beginnt aber im Kleinen, aber setzt Bereitschaft voraus, sich selbst mit zu verändern und anzupassen. Ja, ich wiederhole mich nochmal, wir müssen aus meiner Sicht ist die wesentliche Herausforderung, dass der regulatorische Rahmen, der letztlich unser wirtschaftliches Handeln bestimmt im Energiesystem, dass der mehr und mehr angepasst wird an die neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Ja, ich glaube, wenn wir das besser zusammenkriegen, diese beiden Ecken, weil die Technik hat sich von der technischen Entwicklung, das ist durch die Decke gegangen, wenn ich das mal bildlich sagen darf, die letzten 20 Jahre. Ja? Wir haben Technologien entwickelt, da habe ich vor 20 Jahren noch nicht drüber geträumt, dass das überhaupt geht, und der regulatorische Rahmen ist mehr oder weniger starr geblieben und wurde nur an kleinen Dingen gemacht. Wenn wir das besser zusammenkriegen, dann tun wir so ein Kreativitätspotenzial freisetzen, was sich in vielen Start-ups, in vielen Gründungen, in vielen auch Studierenden arbeiten, die es aber uns so gemacht werden, widerspiegelt, dass ich glaube, dass wir damit durchaus einen großen Schritt nach vorne gehen können und zu deutlich höheren Anteilen erneuerbarer Energien kommen können. Und das kostengünstig, so wie Busch gesagt hat, klimaeffizient und auch sozialverträglich. Ja, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse, für Ihre Beiträge. Zunächst einmal möchte ich mich bei dem Podium herzlich bedanken für Ihre Bereitschaft, mit uns hier heute Abend zu diskutieren. Ich hoffe sehr, dass Sie von diesem Abend Argumente mitnehmen, Anregungen mitnehmen und dass Sie sie vor allen Dingen weitergeben. Denn in der Tat, eine Energiewende ohne die Gesellschaft geht nicht. Eine Energiewende ohne, dass wir bereit sind, uns den Verantwortungen zu stellen, werden wir nicht schaffen. Keiner von uns. Und das heißt nicht immer, dass man nicht mehr in den Urlaub fahren darf, glaube ich, sondern man muss wirklich versuchen. Regenerative Energien heißt regenerativ, weil sie eigentlich unerschöpflich sind. Wir sollten sie also schon deshalb nutzen, damit unser Wohlstand auch bestehen bleibt. Ich weiß, es gibt noch viele Fragen und Sie haben auch noch gleich ein bisschen Zeit, beim Wasser und Brezeln und Getränken weiter zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt und bleiben Sie gesund.